Ich glaube, ich gehe aber am Stock. Was haben die mit meiner schönen Burg gemacht? Die sieht ja hier auf der Karte aus wie die letzte Scheiße. Wenn ich das mal so sagen darf. Naja, was soll's. Willkommen zurück zu Lego... Oh, das sieht ja cool aus. Willkommen zurück zu Lego Worlds, Freunde. Und ich würde sagen, wir starten direkt in die Bauwelt. Und bevor wir so richtig loslegen mit Spielen, wollte ich euch noch sagen, wenn ihr irgendwie im Laufe des Let's Plays Ideen habt, was man noch bauen könnte und so weiter, könnt ihr mir natürlich alles gerne in die Videokommentare schreiben. Wenn da irgendwas dabei ist, wo ich denke, Mensch, das könnte ich bauen, dann baue ich das ja vielleicht sogar. Wer weiß das schon? Und wieso sehe ich so kacke aus? Aha, gut. Jetzt haben wir erstmal wieder unseren kleinen König hier. Ja, unsere Burg ist natürlich noch nicht hundertprozentig fertig, aber ich habe eigentlich nicht vor, da heute groß dran weiterzubauen. Was ich viel lieber tun würde, offen gesagt, wäre hier ein wenig bauen. Wie wir da vorgehen, weiß ich allerdings noch gar nicht. Was haben wir denn alles für Fahrzeuge inzwischen freigeschaltet? Haben wir schon sowas? Wir haben schon die Straßenwalze. Die Straßenwalze würde ich aber allerdings ganz gerne erstmal... Speichern und Welt verlassen, genau. Die Straßenwalze würde ich ganz gerne erstmal ausprobieren, bevor wir damit an unsere Bauwelt rangehen. Also wechseln wir doch nochmal die Welt in unsere Erkundungswelt. Wie komme ich denn jetzt in meine andere Welt? Welt suchen kann ich nicht anklicken. Nee. Ich bin gerade ein bisschen... Ich bin gerade ein bisschen überfordert, muss ich zugeben. Ich will doch meine Bauwelt zurück. Okay, kleinen Moment, das ist verwirrend. Habe ich es rausgefunden, Freunde. Die Plunderworld, hier haben wir sie. Und da steigen wir natürlich direkt mal ein. In unserer Plunderworld können wir jetzt nämlich uns ein bisschen austoben. Dass wir ein Gefühl dafür kriegen, wie die Straßenwalze funktioniert. Denn ich will natürlich in meiner hübschen Stadt, die ich mir außerhalb der Festung baue, auch ein paar funktionstüchtige Straßen haben. Und eventuell ist da dieses Straßenbauwerkzeug doch recht interessant und wertvoll. Dafür muss ich aber zunächst einmal wissen, wie das Ganze funktioniert. Und das probieren wir jetzt mal richtig schön aus hier. So, pass auf. Wir holen uns direkt erstmal unser Straßenwalzchen ran. Und das ist eigentlich ganz gutes Gebiet, weil das hier ist ja jetzt megamäßig komisch. Was passiert, wenn ich hier jetzt eine Straße bauen will? Da passiert das, okay. Das macht einfach eiskalt alles weg. LOL, ein Pilz unter der Erde, auch nicht schlecht. Ich meine, man muss sagen, gerade ist die Straße ja jetzt, aber irgendwie... Vielleicht benutzen wir doch lieber nicht das Straßenbauwerkzeug, sondern... bauen unsere Straßen einfach selber. Wie wäre es damit, wenn wir unsere Gegend, die wir bebauen, abflachen? Dann können wir ja darauf völlig normal quasi unser Zeug drauf basteln. Und wenn wir uns dann eine vorgefertigte Straße bauen und die dann immer benutzen, das wäre doch eigentlich eine ganz gute Idee. Da gehen wir jetzt zurück in die Bauwelt. Wo muss ich denn da hin? Hier. Bauwelt. Ist schon alles nicht so einfach. Also ein bisschen hakelig ist die Steuerung zeitweise hier in Lego Worlds, aber... wenn ich mich ordentlich dran gewöhnt habe, dann funktioniert das bestimmt wie soll. Das zumindest ist der Plan. Der Plan der Pläne.
Die Schwierigkeit wird eher sein, das Ganze jetzt so hinzukriegen, dass die Brücke nicht demoliert wird. Aber ich probiere mein Bestes aus, indem ich das Geländetool nehme und raffe, dass das... Doch, das ist das, was ich will. Kletten war, glaube ich, immer unser Tool. Ist das ein Mist? Nee, das war es schon mal nicht. Das war's doch aber auch nicht, Mensch Peter. Also ich komme nicht so ganz klar mit den meisten Sachen, muss ich zugeben. Ich will das doch eigentlich alles nur auf eine Ebene kriegen, Mensch. Nee, das ist es ja nicht. Kletten. Kreis. Virtueller Boden, das können wir mal auslassen. Objekte löschen von mir aus an. Ja, und hier kommt jetzt aber wieder dieser Schrott. Das ist das Problem. Aha! Jetzt muss ich erstmal nach oben und gucken, wo ich bin. Wo ging es denn dann in die Berge rein? Weil die Berge, die wollte ich ja eigentlich... Hier scheint es in die Berge reinzugehen. Deshalb lasse ich es hier jetzt erstmal, wie es ist und mach weiter. Die Küste kann ja so ein bisschen leicht abschüssig bleiben, das ist ja nicht schlimm. Das führt zu einem kleinen Realitätsobjekt. Und ansonsten machen wir hier einfach alles so glatt, wie es geht. Jetzt habe ich allerdings verkackt, weil meine Figur irgendwo feststeckt. So, lass mich doch mal gucken, wie sieht's denn jetzt aus? Jetzt haben wir doch schon ganz schön was geklettet hier. Also ganz wie es sein soll, ist es noch nicht. Da müssen wir nochmal ran. Ich will das alles gar nicht. Nein. Oder will ich doch? Natürlich will ich hier hin. Was laber ich? So, jetzt müssen wir wieder... Nee, das war's nicht. Das war's. Aber eigentlich will ich das wegkriegen, genau. Das ist alles nicht so einfach, Freunde. Weil es soll ja hinterher auch einigermaßen gut aussehen. Ich meine, so ein bisschen abfallendes Gebiet hier, das ist ja nicht so schlimm. Es muss halt schon auch einigermaßen gut aussehen. Wage ich zu behaupten. Deshalb muss ich hier ein bisschen genauer arbeiten. Dass ich nicht irgendwo viel zu viel wegnehme quasi.
So, also ich denke, das war jetzt ganz gut. Da haben wir jetzt hier nämlich schon mal ganz schön Bauplatz geschaffen. So, wie machen wir denn jetzt weiter? Die Brücke funktioniert nach wie vor. Das heißt, an der Brücke müsste zumindest eine Straße schon mal lang gehen. Das heißt, ich gucke mir jetzt mal die ganzen Steinsachen an. Besonders die glatten. So eine Straße sollte ja schon auch so ein bisschen glatter sein. Das ist natürlich das große Problem, dass unsere Brücke keine gerade Zahl hat, sonst würde ich einfach eine Dingensstraße machen. Wir brauchen zumindest auch mal eine andere Farbe hier. Was soll denn das? Nehmen wir dunkelgrau oder normales Grau? Ich würde sagen, wir nehmen dunkelgrau, oder? Nee, normales Grau ist schöner. Dann legen wir einfach solche Platten, würde ich sagen. Muss ja nicht unbedingt gerade sein, Mensch. Wie breit ist ein Auto ungefähr? Also so breit sollte es sein. Dann lassen wir in der Mitte mal eins frei und machen hier nämlich noch diesen. Und in die Mitte kommt jetzt einfach nochmal so ein Block. Damit haben wir nämlich auch das ungerade Dingens rein. Und es ist vor allem doppelt und dreifach schön, wie sich später noch rausstellen wird. Weil das können wir natürlich alles gebrauchen. Jetzt probieren wir einfach das Ganze zu kopieren. Ne, das wollte ich gar nicht. Da, ich will das alles nicht. Das Spiel macht, was es will. Kopieren. Bestätigen. Und das müssten wir jetzt eigentlich sauber aneinander kleistern können. Wenn ich das immer wieder hier hin mache, müsste es eigentlich immer gleich aussehen. Gut, wie viel haben wir jetzt? 3, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, und jetzt passt auf. Jetzt müssen wir nämlich gucken, würde ich sagen, wie können wir denn Steine entfernen? Ach ja, das war so hier. Das Ganze so, aber dann sind es 4 und 3. Das heißt, das ist immer noch nicht so ganz perfekt. Gelände kopieren müssen wir nochmal. Kopieren, Enter. Dann machen wir das nämlich hier ran. Und hier ran. So. Dann, pass auf, jetzt brauchen wir Steine wieder. Gehst du da dazwischen? Du gehst da dazwischen. Das ist sehr gut. Und dann machen wir dich jetzt nämlich in einem schönen Weiß. Hell Steingrau. Nee, das muss schon ein schönes Weiß sein. So, soweit, so gut. Jetzt bräuchten wir aber natürlich noch an der Seite so eine Art Gehweg quasi. Dafür können wir benutzen, würde ich sagen, machen wir da normale Steine drauf und dann kletten wir die mit solchen. Aber ist das nicht ein bisschen hoch, obwohl wir... Wo kriege ich denn jetzt mal so einen Stein her oder was? Nee, das müsste eigentlich einigermaßen gut funktionieren. Gut, ja, Augenblick, ich krieg das alles gebacken, ihr werdet es schon sehen. Wie lang ist denn das Ding eigentlich, was wir haben? Gib mir mal so einen Achter. War ein Achter oder sowas? Was ist denn mit dem Zehner? Ah ja, klar, Moment. 15, 15, genau. Deshalb bräuchten wir eigentlich einen Fünfer. Was wir allerdings nicht haben, was sehr, sehr traurig ist. Benutzen wir eben Dreier und die wollen wir natürlich in der gleichen Graufarbe haben. Dafür hatten wir genommen... Nee, das hatten wir nicht, oder?
Hatten wir dich? Also es sieht durchaus so aus, als wäre das die richtige Farbe. Könnte jemand diesen Hund erschießen, bitte? Und da machen wir jetzt noch, haben wir Dreierplatten. Ach so, das sind solche, ne? Na gut, das ist ja jetzt der normale Gehweg hier quasi. Da müssen wir erstmal überlegen. Oh, halt doch die Bubble. Wie wir das Ganze mit der Straße in Zukunft eigentlich bauen wollen. Also ich würde sagen, wir sind eine größere Stadt. Wir wollen doch bestimmt auch einen Fahrradweg haben. Da wäre es nämlich doch ganz praktisch, wenn wir die nochmal wegmachen. Und dafür stattdessen dazwischen bauen diese hier. Dann können wir nämlich auf beiden Seiten sogar noch einen schönen Fahrradweg mit reinmachen. Da haben wir dann zumindest den groben Baustein für unsere gerade Straße nämlich rein. Kreuzungen und so weiter müssen wir dann natürlich sehen, wie wir die bauen. Die können wir ja dann einzeln noch nachbauen, wenn wir Kreuzungen ziehen wollen. Oh, dieser Hund! Ich hasse es, dass der die ganze Zeit dieses monotone Geräusch macht. Halt die Bubble, du Stück. Gut, ein Fahrradweg-Fabeli. Die sind ja meistens so tonrotmäßig. Was habe ich hier aber nicht? Ich habe knallrot, ich habe dunkelrot. Dunkelrot ist aber ein bisschen zu knallig. Aber nicht ein rosarot, so ein bisschen durchsichtig rot braucht kein Mensch. Hä? Aber knallrot ist so knallig rot. Aber das ist ja unsere Stadt, unsere Gehwege müssen ja nicht unbedingt rot sein. Da würde ich sagen, suchen wir uns nämlich einen anderen schönen Ton, an dem man klar sieht, es macht einen Unterschied. Also muss das ja was anderes sein. Ich kann mich nur gerade nicht entscheiden zwischen Knallorange. Das ist ein bisschen zu aufdringlich. Was ist mit Nougat? Nougat sieht doch eigentlich ganz gut aus. Wie breit muss denn das sein? Ich würde sagen, so hier reicht für einen Fahrradweg. Da ist das nämlich unser Untergrund. Für unseren schönen Fahrradweg, den wir hier an der Seite lang machen. Na, wirst du wohl rübergehen jetzt, Hilbert? Aber man kann es ja eigentlich easier machen, indem ich einfach kopiere. Kopieren. Danke. So, da haben wir das hier nämlich schon mal. Jetzt müssen da aber glatte Steine drüber, Freunde. Glatte Steine, sage ich euch. Wir bräuchten eigentlich 2x3er. So, das haben wir aber nicht. Wir haben hier schöne Zweier. Die könnten wir so rumlegen. Nee, 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 nee. Nein! Nein, 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 nein. Mach ich doch lieber von oben nach unten. Okay, da haben wir das fertig. Auf der anderen Seite können wir ja dann einfach alles kopieren. Jetzt ist das gleiche Problem hier. Allerdings könnten wir hier einzelne machen. Das sieht vielleicht sogar ganz schön aus. Da brauchen wir jetzt nur die Farbe. Oben sind immer die, die wir einigermaßen wählen können, ne? Dann nehmen wir nämlich mal das. Hey, du Sackgesicht. Wie kannst du es wagen? Du sackiges Sackgesicht. Oh Gott, verfluchte Kacke. Oh, ich kotze gleich im Strahl. Das könnte aber annehmen.
Danke. Geht doch. Gut, jetzt müssen wir erstmal wieder kopieren, damit wir hier alle synchron haben. Kopieren, nehmen. Das müssen wir jetzt eigentlich noch... Schön, dass wir das nicht drehen können. Das ist ja herrlichst. Wieso können wir denn das bitte nicht drehen? Hätten wir das nach dem Auswählen machen müssen? Kann das? Wenn ich das so mache und dann auf Kopieren gehe. Nee, so ist es nicht. Das ist schon richtig sauber. Wenn ich es jetzt drauf mache, dann ist es ja so rum. Und so rum soll es doch gar nicht sein. So soll es überhaupt nicht sein, wenn ich mal ehrlich bin. Aber wenigstens können wir das so zurücksetzen. Ja, dann haben wir keine andere Wahl, als dass wir das alles tatsächlich selber machen müssen. Und hier hatten wir... Ach, es gibt auch solche Platten, oder wie? Oder wie hatte ich das gemacht? Ne, wir haben hier richtige Platten drauf. 1x2, 1x3. Einmal 4, hä? Also brauche ich doch 1x3. Das sind aber keine 1x3, das ist 1x4. 1x2 ist das, was ich brauche. Na sowas. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Farbe hatten wir? Die hier, na das passt ja. Ist das auch so, wie ich es will? Das scheint so zu sein, wie ich es will. Gut. Ah nee, das ist ja gar nicht Dreier. Ist gut, ich laber Müll, Leute. Hört mir einfach nicht zu, bitte. Ich war ein wenig durch den Wind. So. Na, so langsam gibt das doch sogar ein Bild. Würde ich jetzt behaupten, zumindest. Allerdings sehe ich hier gerade was, was mich eventuell stören könnte beim Bau der Straße. Deshalb müssen wir doch nochmal das Gelände-Kopieren-Ding wählen. Das war nix. So, Freunde... Kopieren. Enter. Das ist jetzt nicht mein verkackter Ernst hier, oder? Was ist denn hier schon wieder kaputt? Wieso hat's denn das mit kopiert? Das wollte ich doch alles gar nicht. Dieses Spiel. Mach mal bitte rückgängig. Wieso hat denn das nicht geklappt? Habe ich was verkehrt gemacht? Machen wir es mal ganz anders. Machen wir es mal so. Kopieren. Wieso ist das so? Dieses blöde Pissspiel. Weil mir fällt gerade ein, das hätte eigentlich hier sein müssen. Deshalb haben wir eins zu viel. Oder wir knallen einfach eins weg. Das kann natürlich auch gut funktionieren. Beziehungsweise so wollte ich das gar nicht. Wenn ich das stattdessen so mache. Nein! Dieses Spiel. Diese Steuerung. Ah! Wieso ist denn das jetzt eigentlich weg? Oh! Nein, rückgängig. So, darf ich jetzt bitte noch... Nein! Kannst du nicht einfach mal dich verpissen? Was mache ich denn?
das ist das große Problem. Deshalb funktioniert das nicht, weil da ist ein Dreier dazwischen. Ich weiß ja aber nicht, ob das kacke aussieht, wenn ich das so mache, wisst ihr? Naja, so oder so würde ich sagen, wir machen erstmal Schluss. Wir überziehen nämlich schon wieder und beim nächsten Mal gucken wir uns einfach die Straße nochmal genauer an. Bis dahin, macht's gut!